Wo sind die neuen Sterne? Schreibt das mal unten in die Kommentare für alle, die sie noch nicht gefunden haben. Dann kann man sie nämlich suchen. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakasch und du siehst die Lach- und Sachgeschichten aus Jovik. Bevor ich reinstarte in die letzte Star Stable Online Woche, möchte ich dich herzlich einladen, am nächsten Sonntag zum Träumertreffen zu kommen. Das Ganze findet statt am 11.06. um 15 Uhr. Wir treffen uns bei Rosi der Kuh im Moorland und das Ganze ist auf Server 4. Wenn du Lust hast auf einen kleinen Ausflug am Sonntag, fühl dich herzlich eingeladen. Heute bin ich übrigens alleine und das auch ganz bewusst, denn ich möchte heute ein bisschen etwas ansprechen. Bevor ich das aber mache, werde ich dir natürlich, wie gewohnt, das Monday Funday von der Rosalie Wolf Night zeigen und das ist dieses hier. Also, ich finde, das Bild sieht richtig cool aus und tatsächlich ist das auch das Bild, was auf Instagram gezeigt worden ist und soweit ich weiß, auf Twitter auch. Ich müsste nochmal nachgucken, aber ich glaube, auf Twitter war es auch. Dieses Mal war es, kann ich dir also nur dieses eine Bild zeigen. Ich finde, Spirit sieht hier so nett aus auf dem Bild und die Mähne ist einfach auch so mega hübsch geworden und der Hintergrund gefällt mir auch super gut. Ist ein echt schönes Edit, sehr, sehr cool, wie ich finde. Und dann, lass mich gucken, was gab es noch? Achso, auf Facebook gab es sonst nichts weiter. Es wurde auf Instagram noch der Gewinner bekannt gegeben von dem Show Your Spirit Contest, wo man ein Lifetime-Package gewinnen konnte. Und das hat Hinlines gewonnen und zwar mit diesem Bild. Ich finde auch, das ist ja handgemalt, ne? Das ist so, also handgemalt und dann abfotografiert. Ist das nicht schön? Das ist auch der Original-Spirit und nicht Spirit Sun. Woran erkennt man's? Na, genau, die Blässe fehlt nämlich. Und er springt da so durch die Nacht. Und Star Stable hat dazu geschrieben, dass sie sich wirklich nur ganz schwer entscheiden konnten, weil einfach so viele tolle Bilder eingeschickt worden ist und dass sie im Laufe der Woche noch ein paar Bilder zeigen wollen. Ich bin sehr gespannt, denn ich gucke Bilder eigentlich immer ganz gerne an. Außerdem gab es diese Woche einen Gutscheincode, der da heißt Community Love. Und zwar bringt der 150 Starcoins, worüber ich mich sehr gefreut habe, weil ich habe mich doch, es kam überraschend, oder? Also weil zu Ostern hat man eigentlich gedacht, ja, jetzt müsste ja eigentlich mal wieder ein Gutscheincode kommen. War aber irgendwie nichts zu Ostern. Und jetzt gab es zwischendrin einen und zwar als Dankeschön für alle Spieler, die anderen Spielern so lieb geholfen haben beim Finden und Suchen von Spirit. Ich habe jetzt im Global schon das ein oder andere Mal ein paar Leute gesehen, die immer wieder aufgefallen sind, die dann eher zickig unterwegs waren, gerade jetzt zum Ende hin, weil sie sehr genervt waren. Ja, im Großen und Ganzen hat es gut funktioniert, aber es wäre schöner gewesen, wenn einfach jeder, der Spirit findet, kurz im Global schreibt, Spirit ist jetzt da und da. Dann hätten auch gar nicht so viele nachfragen müssen. Und jeder hätte gewusst, wo er ist. Weil natürlich verstehe ich das, wenn einige sagen, ja Mensch, dann such doch Spirit selber. Und ne, kann ich schon verstehen. Aber ihr dürft nicht vergessen, es gibt da draußen auch den einen oder anderen Spieler, der darf vielleicht nur eine halbe Stunde am Tag spielen. Ich habe schon von welchen gehört, die dürfen sogar nur eine halbe Stunde am Tag spielen. Und da schaffst du das gar nicht in der halben Stunde, ganz Jorvik zu besuchen und zu gucken, wo Spirit ist. Deswegen fragen viele dann einfach, hat ihn jemand gesehen? Weil die wollen ihn dann so schnell wie möglich haben, damit sie vielleicht in ihrer Spielzeit, die sie am Tag spielen dürfen, noch was anderes machen können. Stellt euch vor, ihr wärt in dieser Situation. Das wäre ja für euch auch doof, wenn ihr wisst, okay, ich darf jetzt nur eine halbe Stunde spielen und hoffentlich hilft mir jemand und dann kriegt man im Globe G selber suchen, Mama, Mama und Mimi zu hören. Bitte versucht euch immer ein bisschen in die anderen reinzuversetzen. Man weiß nie, was so dahinter steckt. Es muss nicht zwingend die Faulheit sein, Spirit suchen zu gehen.
auch ich habe zum Beispiel 2 oder 3 Mal im Global nachfragen müssen, wo ist er denn? Weil auch bei mir die Zeit natürlich relativ knapp bemessen ist. Gott sei Dank ist mir sehr geholfen worden. Ich danke nochmal allen fleißigen Helfern, die mir geholfen haben, Spirit zu suchen, damit ich ihn jetzt auch endlich habe. Hat auch lang genug gedauert bei mir. Ich war so eine der Bummelletzten. Aber ich habe ihn endlich. Hooray! Ich freue mich jedenfalls sehr. Damit ist für mich das Spirit-Event auch eigentlich so rum. Und ich hatte mich auf das neue Update sehr gefreut. Und darauf möchte ich jetzt nämlich auch zu sprechen kommen. So, das ist nämlich das, worüber ich eigentlich ein bisschen was erzählen möchte heute. Das neue Update. Ich habe so viel negative Sachen über dieses Update gehört und gelesen und gesehen. Und oh Mann! Das ist hu, weil nicht alles positiv war. Und das ist, ja, ich finde da immer, wo soll ich anfangen? Ich finde, zum einen macht der Ton die Musik. Ich verstehe, dass das manche nicht gefällt und manche mit der Kameraführung nicht zurechtkommen. Das kann ich durchaus verstehen und das ist auch okay. Aber was ich aber nicht verstehe, ist dann, Star Stable so niederzumachen. Weißt du, solche Sachen wie, das ist scheiße, das schlechteste Update ever, Star Stable macht gar nichts, das Update macht überhaupt, bringt gar nichts. Dazu möchte ich auch noch was sagen. Siehst du, es gibt ganz viel, was mir so deswegen im Kopf rumkreist. Zum einen möchte ich sagen, natürlich haben wir spieltechnisch nichts gekriegt diese Woche, ne? Also, oder letzte Woche. Es kam ja kein, weißt du, nichts Neues irgendwie großartig dazu, was man hätte spielen können, außer die Sterne. Darauf komme ich nachher noch zu sprechen. Sondern es war ja hauptsächlich tatsächlich die neue Charaktersteuerung und die neue Kameraführung und Kameraperspektive. Und viele sagen, das ist doch kein Update, das ist scheiße, Leute. Ganz viele sagen das. Und ich war eine der wenigen, die gesagt hat, nein, ich finde das gut. Und ich möchte hier auch nochmal sagen, warum ich das gut finde. Denn wenn du ein Spiel hast und du lässt alles so, wie das war, ne, wenn die nie was erneuern oder verbessern würden, überleg mal, wie Star Stable dann jetzt noch aussehen würde, wenn sie die Gebiete nicht verschönert hätten. Und das haben sie ja schon mit vielen Gebieten gemacht. Wie würde Star Stable dann jetzt aussehen, wenn sie die Pferdeformen und Pferdegangarten und Pferdebewegungen nicht überarbeitet und verbessert hätten? Würdest du dann so viel mit deinem Friesen reiten, wie du es mit dem neuen jetzt vielleicht machst? Wenn sie verschiedene Sachen, wenn sie die Kleidung nicht verbessert hätten, nicht so detailliert mittlerweile gemacht hätten, wenn sie das einfach alles so gelassen hätten, wie es war, wärst du dann damit zufrieden? Und das sind ja ganz, ganz viele Sachen, die einfach erneuert oder der neue Stall. Wenn sie den nicht verbessert hätten, fandst du den alten Stall genauso gut wie den neuen? Und das, denke ich, sollte man immer im Hinterkopf behalten. Ein Spiel muss sich weiterentwickeln, damit es weitergeht und auch vielleicht in 3, 4, 5 Jahren noch echt schön anzusehen ist. Und deswegen sind genau solche Updates mega, mega wichtig. Mega wichtig für alle neuen Spieler, die kommen, aber auch für Star Stable selber, damit überhaupt neue Spieler kommen können. Denn wenn die alles einfach so lassen würden und die würden einfach immer Pferde rausbringen, weil das Einfachste wäre, dann würden irgendwann keine neuen Spieler mehr kommen, weil die würden sagen, guck mal, wie blöd dieses Spiel aussieht. Na, das will ich ja nicht spielen. Und deswegen ist es wichtig, dass genau solche Updates kommen. Und wenn solche Updates kommen, selbst wenn ihr enttäuscht seid, das verstehe ich schon. Weil natürlich, ich hätte auch lieber neue Pferde gehabt, sage ich ganz ehrlich. Aber selbst wenn ihr dann enttäuscht seid im ersten Augenblick, überlegt, ob man dann sagen kann, okay, gab es halt diese Woche irgendwie nichts Großartiges, auch egal. Dann kommt halt nächste Woche vielleicht wieder was Tolles. So ist es manchmal. Aber dafür hat sich das Spiel wieder einen Schritt weiterentwickelt. Dass das noch nicht perfekt ist, das ist schon ganz klar. Ich wollte nur einmal ins Bewusstsein rufen, dass genau solche Updates wichtig sind. Und genau diese Updates sind es übrigens auch, die zeigen, dass Star Stable nicht nur unser Geld möchte. Denn an diesem Update verdient Star Stable gar nichts. Und das kostet ja auch Entwicklungszeit, sich um solche Sachen zu kümmern. Weil wir haben jetzt alle neue Bewegungen, wir haben alle eine neue Kameraperspektive.
Perspektive. Das muss alles ja umprogrammiert und gemacht und getan werden. Und daran verdienen die nichts. Es wäre leichter gewesen zu sagen, okay, wir machen jetzt einfach ein neues Pferdemodell und recyceln da wieder die Gangarten von dem, nehmen einfach ein paar neue Farben, die Leute kaufen, wir haben Geld verdient. Das wäre für Star Stable lukrativer gewesen. Das heißt, sie hätten mehr Asche gemacht damit, ne? Uns einfach neue Pferde zu geben. Haben sie aber nicht, weil es ihnen auch wichtig ist, dass das Spiel schön ist und schön bleibt. Und ich finde, das ist ganz wichtig, sich das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. So, natürlich ist nicht alles perfekt bei dem Update, das muss ich auch sagen. Die Kameraperspektive stört mich persönlich jetzt gar nicht. Ich merke da keinen großartigen Unterschied, aber das kommt, ich spiele auch mit Maus und WASD und drehe die Kamera sowieso immer und so. Deswegen, ja, finde ich das alles nicht so dramatisch. Das, was schon auffällt, ist, dass das Springen nicht so dolle aussieht. Das sieht wirklich aus wie ein Flummi, da gebe ich euch vollkommen recht. Finde ich alles nicht so hübsch. Aber Star Stable hat ja auch schon gesagt, dass das nicht die finale Bewegung ist, sondern dass das immer weiter bearbeitet wird, bis es dann irgendwann perfekt ist. Das ist so ein bisschen, ja, sie arbeiten dran und haben ja auch extra gesagt, bitte gebt uns Feedback zu den Veränderungen und wir werden daran noch herumschrauben, damit wir das bestmögliche Ergebnis erzielen können, stand schon in den Update-News. Das heißt, es ist ja gar nicht das Endgültige, sondern sie arbeiten weiter dran. Und ich glaube, man muss einfach mal abwarten, wie sich das entwickelt. Und wenn einem irgendwas nicht passt, man kann ja nettes Feedback geben und sagen, ach Mensch, Star Stable, ich finde schön, dass jetzt mein Charakter sich besser umdrehen kann, das finde ich ganz gut. Aber das Springen sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Das kann man ja sagen. Aber bitte, 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 bitte doch nicht so schimpfen. Das Star Stable Team gibt sich ja auch sehr viel Mühe, das zu machen. Und ihr kennt das ja von euch selber, wenn jemand kommt zu euch und euch anschimpft, dann habt ihr auch keine Lust, dem zuzuhören. Und ich denke, so geht's dem Star Stable Team auch. Also, ja, was wollte ich noch erzählen? Also, das war so das Wichtigste. Genau, ach, und dann kamen noch die goldenen Sterne dazu. Habt ihr die goldenen Sterne eigentlich schon gesucht und gefunden? Ich habe da noch gar nicht nachgeschaut, weil ich ja zeitlich einfach, ich habe es nicht so geschafft und dann habe ich lieber Spirit gesucht und so weiter und ich habe da noch nicht geschaut, aber ihr könnt mir ja mal schreiben, wo sind die neuen Sterne? Schreibt das mal unten in die Kommentare für alle, die sie noch nicht gefunden haben, dann kann man sie nämlich suchen. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Der Pferdemarkt ist auch wieder da im Westcup. Fischerdorf ist ja diesmal mit Eddie und Ferdinand und ja, das war das Update und das war eigentlich auch die Woche. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, es war natürlich eher eine vom Update her und von dem, was gepostet worden ist, eine ruhige Woche. Aber was die Community betrifft und auch die Stimmung in der Community, war es eine turbulente Woche. Ich hoffe, alle gewöhnen sich jetzt an die neue Kameraführung, die vielleicht wirklich ein bisschen zu tief hängt, wo man vielleicht wirklich ein bisschen was anpassen muss noch. Aber ich bin guter Dinge, das wird Star Stable tun. Lasst euch also nicht ärgern. Habt weiterhin viel Spaß in Jorvik. Und ich bin gespannt, was jetzt dann diese Woche kommt. Ich habe nämlich überhaupt gar keine Idee. Aber es wird sich herausfinden. Am Mittwoch dann. Ich wünsche dir noch eine tolle Woche. Lass es dir gut gehen. Und genieß den freien Pfingstmontag noch. Den Abend, der davon übrig bleibt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Deine Damakasch. Again, we'll stick together and